Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Valheim. Ich bin Flex, wie immer schön, dass ihr mit dabei seid, ihr Lieben. Ja, wir sind zurück zu Hause in unserer Ebenenbasis von unserer sehr erfolgreichen Kobold-Totem-Suche. Letzte Folge 2 Stück gefunden. Jetzt haben wir insgesamt 3. Macht also noch 2, die uns fehlen, die wir allerdings nicht mehr hier auf unserer Seite der Karte finden können. Dafür müssen wir. Weil hier drüben geht es auch nicht mehr weiter, haben wir schon geguckt. Dafür müssen wir also mit dem Schiff von unserem kleinen Spot hier, müssten wir dann hier rüberfahren und hier drüben die Ebene nochmal durchsuchen. Das soll aber nicht in dieser Folge passieren, da haben wir noch ein bisschen Zeit mit der Erkundung da drüben. Weil wenn wir dann da rüberfahren, um hier gleich nach Koboldlagern zu suchen, werden wir das gleich kombinieren und hier im Sumpf auch noch ein bisschen Eisen holen. Das, wie gesagt, aber in einer der nächsten Folgen. Denn jetzt möchte ich doch erstmal unsere Basis hier noch ein bisschen erweitern auf dieser Seite hier. Ich habe ja überlegt, ob wir drüben, also drüben auf der anderen Seite von der Ebenenbasis, von der Ebene werden wir auf jeden Fall auch ein Haus und eine Basis aufbauen. Aber ich hatte überlegt, dass wir hier auch noch ein bisschen erweitern können, ruhig. Und weil wir auch noch so, dass ich uns noch hier ein bisschen Platz schaffe, dass wir es einfach nur ein bisschen nach außen ziehen. Und dann können wir hier nämlich noch ein zweites Haus ruhig irgendwie aufstellen, ein bisschen experimentieren, weil das Bausystem so schön ist. Und hier hinten haben wir noch ein bisschen Platz zum Erweitern für unsere Felder. Oder eventuell auch, um einfach noch mehr Mühlen aufzustellen. Weil ich glaube, Felder sind soweit ganz gut eigentlich, die sind groß genug. Aber noch eine zweite Mühle hätte ich gern. Ja, ein bisschen müssen wir noch hier jetzt ganz kurz am Gelände arbeiten. Ich habe nicht geschafft, alles ganz vorzubereiten, aber man sieht schon, ein großes Stück ist schon geschafft. Die Mauer wird natürlich dann abgerissen und einfach, die setzen wir dann hier außen gleich neu. Ziehen dann die hier außen größere Mauer drumherum. Ein bisschen müssen wir hier noch jetzt erweitern. Steine habe ich aber schon fleißig geholt. Werkbänke stehen. Und das ist nur noch ein kleines Stück hier rum. Das geht also jetzt schnell. Sonne blendet. Besonders wenn man hier unten stehen kann, wenn man also nicht irgendwie am Wasser ist, dann kann man das am besten von unten hier so schön rausziehen, das Gelände. Kann man immer gleich oben ansetzen, kostet nur 2 Steine dann. Und man kommt ein großes Stück weit raus. Den Rest gleichen wir dann gleich von oben an, gemütlich. So, gehen wir ruhig hier noch ein Stück weiter raus. So, das sieht auch schon gut aus. So, noch ein paar Lücken hier auffüllen. Und dann dürfte das eigentlich so schon groß genug jetzt sein hier als Erweiterung. Hier müssen wir vielleicht den Halbkreis auch noch ein bisschen weiter rausziehen. Mal gucken. Ja, vielleicht müssen wir hier einfach ein Stück weiter nach hinten noch den Berg abbauen, ne? Damit es passt. Mal gucken. Erstmal das hier jetzt hier alles schön begradigen. Dann dürfte das nämlich schon ganz gut aussehen und auch vom Platz her schon passen. Wenn wir dann die Mauer hier zwischen wegnehmen, dann haben wir ja, dann sieht man ja erst, dass es deutlich mehr Platz geworden ist. Wenn wir die jetzt gleich nach außen setzen. Und dann, wie gesagt, möchte ich uns hier gerne ein schönes, noch einfach ein schönes Haus hinbauen. Irgendwas, wir gucken, da müssen ja die Werkbänke nicht mal rein. Die haben wir ja nebenan im Haus schon drin. Es kann einfach irgendwie ein schönes Haus sein, wo wir noch mal ein bisschen mit den Dachformen experimentieren. Mal sehen, wie weit wir da jetzt kommen in dieser Folge. Erstmal müssen wir natürlich jetzt hier das Gelände, dann die Mauer hinziehen. Und dann ist es ja auch wieder ein bisschen experimentieren mit dem Haus. Oh, keine Steine mehr? Doch. 6 Stück haben wir doch noch. Da muss auch noch reichen hier für so ein bisschen. Löcher auffüllen. So. Okay, ein ganz bisschen Stein haben wir noch in der Kiste. Dann müsste das gepasst haben. Dann reißen wir die Mauer ein. Und den Holz, die Palisadenzaun. Und setzen das ein Stück weiter nach vorne. Ja, hier ist auch noch ein bisschen was. Düm, düm. Und dann werkeln wir in dieser Folge mal wieder ein bisschen gemütlich hier an unserer Ebenenbasis. Die Werkbank ist nicht in Reichweite. Komm mal mit. Komm mal ein bisschen näher. Yeah. Dann passt das auch wieder. So, falsch. Das wollen wir haben. Eigentlich würde ich sagen, wir sind hier gut.
So, machen wir das mal alles flach und dann können wir nämlich den Bauer anfangen umzusetzen. Sehr schön. So viel mehr Bauplatz. Das passt gut. Hier oben können wir dann auch eckig bleiben mit der Mauer. Das heißt, wir müssen das hier auf jeden Fall doch noch irgendwie wegnehmen. Müssen wir gleich nochmal sowieso ein bisschen begradigen dann. Dann nehmen wir das Stück hier noch ein bisschen weg. Damit wir hier doch noch weiter rausziehen können, die Mauer gerade. So, ich glaube, so weit müsste eigentlich schon reichen. Ja, da, 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 da. Ein bisschen weiter runter hier. So. Ja, das passt so. Das passt so. Soweit geht das. Das jetzt noch einmal schnell begradigen hier. Und dann ziehen wir die Mauer hier. Das reicht dann so. Ziehen wir die Mauer hier ein Stück weiter raus. Oh. Ja, so passt das. Alles klar. Okay. Steinmetzwerkbank steht hier. Andere Werkbank steht hier. Erstmal den Palisadenzaun abrupfen. Kurz ungeschützt unsere Basis jetzt natürlich dann. Nicht so angenehm. Aber egal, muss sein. Weil ne, sonst können wir nicht umbauen. Und wir haben nicht genug Baumaterial, um jetzt schon erst einen neuen Zaun zu bauen. Ohne den alten vorher abzureißen. Handwerksstation fehlt. So. Alles klar. Das ist schon mal das. Wir müssen auch gleich die Ernte einfahren, ne? Wie viel können wir noch tragen? Das passt noch. Okay, dann Steine weg. Fangen wir doch schon mal ein bisschen an. Hier draußen noch so ein bisschen die Steinmetzwerkbank rüberholen. Können wir aber noch genug tragen? Ja, müsste noch gehen. Nee, geht nicht. Eisen ist zu schwer. So, passt. Achso, nee, Moment, müssen wir ja anders machen, ne? Der muss ja dann weg. Dann muss das ja so weitergehen, damit es versetzt bleibt. Müssen wir mal gucken, was wir hier dann machen. Hier muss auf jeden Fall dann natürlich ein Zaun dran. Von der Seite ans Feld. Und dann denke ich, stellen wir nämlich die Mühlen hier vielleicht hier neben. Und auch ein bisschen erhöht. Damit die auch immer genug Wind kriegen. Damit das Haus nicht im Weg steht. So, und von hier. Ja, das müssen wir doch noch ganz abbauen hier, würde ich sagen. Bis raus. Muss doch ganz weg hier. Du musst ganz weg hier. Und dann auch wieder noch ein bisschen den Abstand. Aber das kann ich offscreener machen. Den Abstand noch ein bisschen erhöhen zur Mauer dann. Dass ich hinten doch ein bisschen eine Reihe vom Berg ganz wegnehme. Ah, hier müssen wir doch bis hier vorne raus. Oh, bisschen Stein zum Abbauen. Nehmen wir doch glatt mit. Zack. Den nehmen wir auch nochmal mit hier. Komm her. Sehr schön. So, das ist die passende Höhe. Das ist gut. Hier sind wir richtig. Von hier aus gehen wir dann gerade raus. Dann noch ein Stück weg hier ruhig. Dann passt das. Dass wir fast ganz vorne hier sind. Bisschen Abstand zum Rand kann sein. Tschöp. Tschöp. Ah, herrlich, das ist ganz entspannt, Leute, nachdem wir jetzt so
unterwegs war mit den Koboldlagern, zwei Folgen nacheinander, und auch das eine Mal war es ja richtig knapp, dass wir es geschafft haben. So ist der Zwei-Sterne-Kobold nicht mit seinem Speerwurf erledigt hat. So. Nee. Sehr schön. So. Einer. Noch einer. Und dann gehen wir sogar ganz hier außen lang. Oder ist das zu weit außen? Das ist zu weit außen. Gehen wir hier lang. Ja, wenn nicht, müssen wir hier draußen auch noch ein bisschen erhöhen. So, das passt dann aber jetzt. Auch wieder noch begradigen. Dann haben wir genug Abstand nach außen. Dann müssen wir hier natürlich auch wieder einen Aufgang dann später bauen. Ungefähr auf derselben Höhe, wo der andere war. Hier irgendwo, wo es rausgehen kann. Zur Seite. Sehr gut, hat doch gut geklappt. So, irgendwo hier hatten wir die, da war die Tür. Dann müssen wir die auch wieder ungefähr hier irgendwo hin machen. Dann sagen wir mal hier so. Hier würde dann wieder der Aufgang reinkommen. Oder nee, das ist zu weit hier oben. Ach, Steinmetzwerkbank. Also, was fehlt denn? Komm mal her, wir brauchen davon noch zwei gleich hier draußen. Am besten stellen wir gleich zwei wieder auf. Holen wir die von drinnen noch nach draußen. So. Oder hier kommt der Aufgang wieder hin. Ja, das passt gut. Hier kann der Aufgang wieder hin. So, und hier. Keine Steine mehr. Das ist das kleinere Problem. Da haben wir ja noch ein paar. Eigentlich müssten wir auch ungefähr dieselbe Mauer wieder aufbauen können. Wir sind halt ein bisschen größer jetzt, aber so in etwa. Zumindest die unterste Reihe definitiv müssten wir wieder komplett aufstellen können. Sind die so komisch verbunden hier? Ach so. Sah nur so aus, bis sie gesetzt sind. Alles klar. Müssen die auch erstmal wegnehmen, um ein Gefühl zu kriegen, wie wir das bauen müssen. Hallo? Nicht aus Versehen was vom Haus abreißen. Einmal zu viel geklickt, Stück vom Haus fehlt. So, wir müssen ja eigentlich irgendwie. Ich sag mal so von hier. So in etwa. Gucken, ob wir hier draußen jetzt noch einmal. Passt. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das ist der neue Verlauf der Mauer. Ja, so passt das doch. Das ist gut. Alles klar. So, sehr schön. Dann können wir hier jetzt anfangen mit der zweiten Etage, beziehungsweise haben wir hier wieder keine
Handwerksstation in der Nähe, ne? Nee. Ah, die bräuchten vielleicht ein bisschen größere Reichweite, die Handwerksstation. Eine ganz, ganz bisschen größere Reichweite. So, dann haben wir jetzt hier unseren neuen... Gehst du da jetzt wieder so rein, wie du da ran sollst? Eben gerade ist er doch auch da reingesnappt. Wieso geht das jetzt wieder nicht mehr? Wieso? Dann tricksen wir jetzt hier und quetschen da jetzt noch einen dazwischen. Oh, das geht nicht. Dann so rüber. Wieso lässt der da sich nicht mehr so rein... mogeln wie vorher. Ah, geht doch. 1, 2, dann hier wieder kleine. So. Sehr schön, Leute, sehr schön. Das passt. Wir haben gleich richtig viel neuen Bauplatz und auch schon sicher eingezäunt dann. Hier geht es wieder nicht vernünftig auf. Fangen wir von der Seite an. Vielleicht geht das besser. Geht besser. Was fehlt? Steine. Okay. Ja, wie gesagt, es wird wahrscheinlich nicht reichen. Vielleicht müssen wir noch ein paar Steine abbauen, um die ganze Mauer aufzustellen. Und vielleicht... Ja, Holz haben wir eigentlich noch genug. Das dürfte nicht das Problem sein. Stein müssen wir vielleicht gleich noch ein bisschen holen. Zum Glück gibt es hier in Ebenen überall welchen. So schön viel. Davon. So, mal gucken, ob es hier wieder so rumgeht. Ja. Ah, ist wirklich entspannt. Leute. So, angekommen hier vorne. Hier fehlt noch ein Stück Mauer. Das heißt, wieder nicht abreißen können. Wir müssen mal die zweite Werkbank hier rausholen. Da müssen wir die Ernte einfahren. Und dann legen wir uns auch ins Bett, es wird schon wieder dunkel. So, erstmal alles reparieren. Und ich möchte auf jeden Fall in unserem neuen Haus auch schon mal einiges mit Kernholz doch mal machen. Dass wir so ein bisschen so hier mehr mit dem hier, dass wir ein bisschen vielleicht mal diesen Blockhüttenstil oder sowas bekommen. Oder so noch ein bisschen mehr. Was wollte ich noch? Das reparieren, das. Die Steinmetzwerkbank wollte ich rausholen, genau. Du kommst mit raus. Welt gespeichert, ruckel, ruckel. So, eine steht also hier. Und eine steht hier. Moment, eine steht vielleicht... Na wohl. Ja, so. Alles klar, dann können wir hier überall bauen. Sobald wir wieder Steine haben. Bauholz erstmal rein. Abgerissen ist das alles, obwohl hier hinten... Nee, hier fehlt ja auch noch Stein jetzt. Oh, aber wir können mal eben... Wenn wir schon mal Bauholz dabei haben. Können wir ja schon mal unser Feld hier einzäunen. Super, passt. Und Ernte einfahren. Und dann erstmal ab ins Bett. Beziehungsweise Getreide auch schon gleich in die Mühle schmeißen. Neu aussehen machen wir morgen früh. Es kam übrigens ein Tipp rein, wie wir die Felder hier abmessen. Ich habe das auch mal gemacht. Habe aber die Holzbalken dazwischen wieder weggenommen, weil mir das nicht so gut gefällt. Aber jetzt, trotzdem, es passt so. Jetzt habe ich ein ungefähres Gefühl dafür. Sieht man ja, so kriegen wir mal 5 hier hingepflanzt in einer Reihe. Oder habe ich sogar 6 gepflanzt in einer Reihe? Ne, 5 habe ich gepflanzt in einer Reihe, ne? Von unten nach oben zur Wand, so mit dem Abstand, das passt gut. Neblig auch zum Abend hier. So, neblige Abendernte. Mann, ist das ein Bodennebel hier. Taschenlampe an. Der Farmer sieht nichts mehr.
Ich hatte sogar 6 in einer Reihe tatsächlich. Guck mal hier. 1, 2, 3, jetzt hier wieder 5, aber die eine Reihe waren jetzt gerade auch 6. 4. Hier wieder 5. Ich wollte sagen, man kann irgendwie 6 in eine Reihe kriegen. Wobei hier hinten waren ein paar zu dicht zusammengestanden. Aber jetzt über die Zeit sind sie doch alle ausgewachsen. Super, ich glaube, wie sieht man schon, ich glaube, mehr Felder brauchen wir nicht, aber da muss auch Platz für Mühlen sein und halt für unser Haus, für noch ein schönes Gebäude. Einfach ein bisschen zum Experimentieren mit noch ein paar schönen Dachformen. Schmeißen wir ruhig die Mühle einmal an hier. Obwohl, nee, Moment, heute Abend reißen wir sie eher ab. Weil die wird ja nochmal umgebaut. Ist egal, wir haben genug Getreide gemahlen noch und das passt alles so. Dann stellen wir sowieso zwei neue Mühlen auf. So. Das heißt, Bauholz, 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 alles erstmal kurz hier rein. Das hier oben rein. Die Nägel von der Mühle da rein. Dann noch das Holz von der Mühle. Zack. Okay, ab ins Bett, Leute. Mühle hatte Edelholz. Das ist das. Okay, legen wir schnell hin. Licht aus, ab ins gemütliche Drachenbett. Ja. So ist das. Werkeln an der ebenen Basis. Ab ins Bett. Oh, oh. Koboldpatrouille in der Nacht. Gerade noch rechtzeitig hingelegt. Ja, von wegen. Sie sind noch da. Schleichen noch rum. Gucken, wo sie unterwegs sind. Ja, morgen. Du kichernder Kobold. Wo schleichst du durch den Nebel? Da sind unsere Lochse. Naja, nicht unsere, aber es werden vielleicht mal unsere Lochse. Sehe keinen Kobold. Höre auch keinen mehr. Hopp, rauf hier. Sehr schön, dann geht's gleich weiter. Bis hierhin sind wir ja schon gekommen. Stein. Und das passt. Dann hier drüben. Gucken wir mal, wie weit wir schaffen von unserer Mauer hier unten. Zack. Oh, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Ah, naja, wird nicht reichen. Und das war's. Mehr Stein haben wir nicht. Bauen wir erstmal die Palisade aber oben drauf, denn das Bauholz haben wir. Ein einsamer Stein kann auch da unten liegen. So, Palisade, weiter geht's. Ach so. Dann so rum. Dann können die hier so übereinander. Und dann passt das. Sehr schön. Damit kommen wir auf jeden Fall einmal rum. Aber die Mauer ist ja noch nicht ganz fertig. Aber fehlt auch nicht mehr viel. Kleines Stückchen noch. Den Stein holen wir kurz. Und da gibt es hier in den Ebenen wirklich so viel. Da oben sieht man schon, da habe ich schon immer fleißig abgebaut hier. Vielleicht sollten wir erstmal ausgiebig frühstücken. Für mehr Lebensenergie und mehr Ausdauer. So. Viel brauchen wir nicht. Und hier kommt auch immer schön viel raus. Bei den großen Steinvorkommen. Und hier der ganze Berg ist noch voll damit. Rund um uns rum. Stein ist also nicht das Problem.
dann auf jeden Fall gleich noch die Felder wieder aussehen. Und dann die Mühle, beziehungsweise am besten gleich zwei Mühlen aufstellen. Ich hoffe, wir haben genug Nägel hier. Aber nicht so schlimm, Nägel kann man jetzt mit durchs Portal bekommen. Gehen wir kurz rüber und stellen noch ein paar Nägel her. Irgendwo haben wir noch Eisenbarren rumfliegen. Wenn wir hier haben, wir, glaube ich, keine mehr. Und vielleicht noch einen würde ja reichen für nochmal ein paar Nägel. So. Zack, 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 zack. Das dürfte eigentlich reichen für das kleine Stück Mauer. Guck mal, wirklich, das ist... Ich finde unsere Ebenenbasis hier echt gut. Also wir müssen auch noch mehr Häuser, schöne Häuser bauen. Nur zum Gucken, dass wir schöne Häuser bauen. Sehr schön, da sind wir angekommen. Das passt. Hier muss also wieder ein Türchen rein. So. Sehr schön. Und Palisadenzaun. Dann haben wir das. Dann Felder. Felder. Hier ist Mais herauf. Felder aussehen und Mühlen aufstellen. So, hier müssen wir wieder andersrum anfangen. Passt. Und dann von hier. Hier dann auch gleich auf der Seite anfangen. Ach, kein Bauholz. Was ist denn jetzt los? Warum kann ich das nicht bauen? Kein Holz. Auch gleich mit hier. Hier rein. Sehr schön, aber noch ein bisschen was für unsere Treppe und für unseren Aufgang dann schon gleich noch über. So, fangen wir hier jetzt an. Ah. Höp. Ah? Hat aber gut gepasst. Und hier sind wir nicht mittig mehr. Müssen wir hier auch einmal versetzt machen. Hallo? So. Nee. Mit dem Zaun verbinden, nicht mit der Mauer. Sind wir einfach weit nach innen gerutscht. Ein bisschen versetzen wieder. So. Da gleich haben wir kein Holz mehr. Fürs letzte Stück. Oh, Maus! Was mit meiner Maus nicht? Die letzte Zeit geht die immer kurz mal aus. Die Maus. Doch, wir haben noch Holz. Ach, keine Werkbank in der Nähe? Doch. Hm? Moment. Ach doch, keine Werkbank in der Nähe. Die reicht nicht hier. Steht hier und das reicht nicht. Düm, düdüm. Jo. Das ist gerade so an der Grenze hier. Das ist nichts. Nee, das muss ein bisschen... bisschen anders versetzt werden. So. Sehr schön. So viel Bauplatz. Das passt. Du kommst mal weg. Okay, Werkbänke hier draußen brauchen wir eigentlich gar keine mehr. Das heißt, du kommst weg und gehst an deinen ursprünglichen Platz zurück. Das war hier. Eine hat man hier draußen schon stehen. Einfach auch nur so, weil es
dann nicht so kahl vor dem Haus, und hier drüben stand die eine Steinmetzwerkbank. Die andere kann wieder ins Haus. So, erstmal wieder aufräumen hier. Du kommst zurück hier hin. Zack. Ganz gemütlich werkeln. So, du gehst dahin. Dann haben wir das. So, jetzt die Mühlen. Achso, brauchen wir erstmal Steine. Bauholz erstmal an die Seite. So, wir brauchen Edelholz und Edelholz. Das ist auch normales Bauholz. Was macht denn das da? Hier rein. Wir brauchen die Nägel. Was brauchen wir denn noch für die Mühle? Ach, Steine und normales Holz brauchen wir für die Mühle. Alles klar. Nicht Edelholz. Ich dachte, wir brauchen für die Mühle. Ich dachte, die Mühle ist aus Edelholz. Okay, die Mühle ist aus normalem Holz. Und Steine. Steine brauchen wir aber auch so. Das heißt, da müssen wir noch ein paar Steine holen, um die Mühlen bauen zu können. Weil dann kommen jetzt hier zwei Mühlen hin. Was hast du denn noch hier? Weg mit dir. So, und zwar machen wir dann wieder so, dann machen wir die mit einem Abstand von einem hier hin. Oder mit, ach nee, ein Abstand von zwei wäre, glaube ich, besser. Ne? Die müssen sich ja auch drehen können. So und so, so und so, das und das. Nee. Keine Steine mehr. Ah, dauert auch wieder alles länger, als ich denke, gedacht habe. So, ich glaube, den können wir nicht abbauen, ne? Oder? Doch, den können wir auch abbauen. Sehr schön. Dann nehmen wir gleich ein bisschen mehr, damit wir auch wirklich gleich beide Mühlen aufbauen können, wenn eine Mühle gleich 30 Steine kostet. Wahrscheinlich können wir gleich nicht mehr genug tragen. Ah! Nee, können wir auch schon nicht mehr. Hör auch schon wieder die Kobolde kichern. Ja, und unser Aufgang muss so schnell wie möglich wieder aufgebaut werden. Ah, das finde ich gut hier, Leute. Das finde ich gut. So schön viel Platz. Eigentlich könnten wir die Mühlen noch weiter von der Wand weg aufstellen. Komm, wir gehen bis hier. Du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg. Das, so. Der. Das. So, Herstellung. Mühle. Mühle die erste. Was fehlt? Stein. Okay, noch einmal, dann haben wir die zweite Mühle auch noch. Und brauchen wir noch ein bisschen Stein, weil da müssen auch noch... Ah, ouch. Stufen ran. Zack. Das. Wie gesagt, hier haben wir so viel schön große Steinvorkommen vor der Tür. Ah, ich find's gut, Leute. Dann natürlich das Wichtigste wird natürlich dann jetzt in der nächsten Folge fangen wir dann natürlich an dann mit unserem Haus, weil da können wir dieser Folge nicht mehr mit anfangen. Wir sind schon ziemlich weit. Aber das mit der Mühle, die stellen wir auf jeden Fall jetzt noch auf. Fertig hier. Guck mal, wie es aussieht. Wenn da zwei Stück stehen. Und das vernünftig gebaut ist so jetzt. Auch mit dem mehr Platz. Auch schon von außen finde ich gut. Wir müssen halt nur mehr Abstand noch hinten auf jeden Fall zum Berg raus. Da muss eine Reihe weg.
Muss ich gucken, dass ich offscreen versuche, ein bisschen so gut wie es geht fleißig zu sein. Ach, keine Ausdauer. Und den Aufgang. Der Aufgang muss wieder hierher. So, Mühle die zweite. Da ist sie. Sehr schön. Ja, ich glaube, die sind noch zu nah zusammen, wenn die sich ausrichten. Obwohl, naja, die sich sowieso gleich ausrichten, ist das, passt das ja dann. Sehr schön. Sehr schön. Treppen. Nee, Moment, noch anders. Reicht wahrscheinlich nicht mehr. Okay, passt nicht ganz, aber so geht's auch. Obwohl, das Getreide fällt ja hier vorne sowieso mehr oder weniger auf den Boden. Und hier hinten müssen wir jetzt noch eine Reihe Steine hintersetzen. So eine Doppelreihe, dann können wir hier auch vernünftig ran. So geht's ja auch schon, aber das passt dann besser. Alles klar. Sehr, 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 sehr schön. So, dann kannst du jetzt endgültig weg hier. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, wir kommen zum Ende dieser Folge Valheim. Ja, erfolgreich unsere große Ebenenbasis hier, beziehungsweise die Ebenenbasis groß erweitert, so rum. Nochmal ein ordentliches Stück Baufläche. Hier kann ja noch ein schönes Haus hin, die Mühlen bleiben hier und hier haben wir jetzt nochmal Platz, irgendwie zu gucken, dass wir uns noch ein kleines, schönes, ein kleines, mittelgroßes Gebäude hier nochmal hinsetzen und ein bisschen gucken, was man noch alles so Schönes bauen kann. Ja, wie immer, ihr Lieben, sage ich vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, ein Kommentar in Daumen oben, freut mich immer riesig. Wenn ihr jetzt gerne mehr Let's Plays und mehr Projekte sehen wollt, lasst ein Abo da, da würde ich mich auch am meisten freuen. Sonst kann ich nur sagen, wie immer, lieben, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.